Also eine herausragende Persönlichkeit für den deutschen Sport. It is over! Timo is down! He takes it! Thank you to Timo Boll! Heute ist der 12. März. Dort haben sich irgendwie die Ereignisse überschlagen. Im Sport unheimlich viele Ligen ausgesetzt. Unsere Champions League wurde heute auch ausgesetzt. Wie es in der Bundesliga weitergeht, steht in den Sternen. Also es fällt mir echt schwer, mich irgendwie zu motivieren. Ich habe auch irgendwie den Glauben so ein bisschen dran verloren, dass diesen Sommer Olympia stattfindet. We have to postpone the Olympic and Paralympic Games at Tokyo 2020. This postponement is the first ever postponement of Olympic Games in Olympic history. Ja, die Verschiebung der Olympischen Spiele ist natürlich schon ein Einschnitt. Ich meine, für einen Sportler ist das der Höhepunkt und das Grundziel hat sich für mich jetzt nicht geändert und deshalb bin ich weiterhin zuversichtlich, immer noch eine Medaille dort gewinnen zu können. Auf der anderen Seite hat jetzt langsam auch der Körper so ein bisschen rebelliert. Seit 5-6 Wochen habe ich doch ziemlich massive Rückenprobleme bekommen. Ich versuche dem Körper jetzt einfach Zeit zu geben, um zu heilen. Alles natürlich unter Absprache mit meinem Arzt. Ich hatte immer das Gefühl, dass man von ihm auch lernen kann, was man nicht fordern darf. Ja, also dass man es nicht übertreiben darf. Körperlich hatte ich eigentlich schon relativ früh Probleme bekommen, mit dem Rücken vor allem. Da habe ich echt dran zu knabbern gehabt. Und das hat schon viel auch gekostet, ja. Gab halt auch immer Phasen, wo dann auch wirklich mal gar nichts ging, wo ich länger pausieren musste. Und das hat einen natürlich schon auch zurückgeworfen, auch jemanden mit viel Talent. Hätte Timo Boll den zweiten Satz gewonnen, dieses Spiel hätte ganz, ganz anders laufen können. Und Also er hat lange Pause gemacht eigentlich immer, also hat seine Verletzung alle auskuriert. Vielleicht ist das seine größte mentale Leistung, dass er aus diesen Enttäuschungen immer wieder neue Kraft geschöpft hat. Typisch Timo Boll, einfach diese Ruhe zu haben, auch zum Turnier zu fahren mit wenig Training, aber zu wissen, ich brauche ein, zwei Spiele, dann bin ich wieder da. Zu dem Zeitpunkt hätte er wirklich Weltmeister werden können. Timo Boll of Germany for the first time has match point. Can he close it out? Pressure of Liu Guosheng. Oh, you can't believe it. I just can't believe what I've seen. Eigentlich hat er schon gewonnen gehabt. Ja, wir saßen ja hinter der Bank. Und er gibt den Ball zu. Quite incredible there. Boll's instinct was to point to the table. Fair play of the highest order. Wonderful to see. Well, Richard Krause was on his feet. He thought it was all over. I didn't see that edge. But as you say, Timo Boll wouldn't want to win even a match of this significance if it had meant he'd gone against the spirit of sportsmanship. War natürlich auch mal so ehrgeizig früher gewesen, dass man vielleicht auch mal einen Kantenball nicht zugegeben hat. Aber das hat sich dann irgendwie für mich so schlecht angefühlt, dass ich das auch so in mir entwickelt hat, dass ich einfach fair sein wollte. Und es hat sich einfach immer besser angefühlt.
great sportsmanship and great player. Er hat mal in einem Interview einen Satz gesagt, den ich auch nicht vergessen habe. Er hat gesagt, eine große Liebe betrügt man nicht. So einen Satz habe ich von einem anderen Sportler auch ähnlich noch nie gehört. Natürlich hatte der Ball auch eine Konsequenz in die eine und in die andere Richtung dann. Gibt den Ball zu und er verliert, das ist schon eine Größe, ja. Muss man schon sagen. Ja. Er wollte nie ein Spiel gewinnen oder einen Punkt erzielen, der nicht irgendwie fair erspielt wurde. Das war für Timo auch nie eine große Aktion gewesen. Ich glaube, er war eher da überrascht, was für ein Medienecho es danach gegeben hat. Und an Timo war das schnell klar gewesen, dass er ein feiner, fairer Sportsmann ist. Der Sportbambi 2005 geht an Timo Boll. Er fühlt sich ziemlich schwer an. Schwerer als ein normaler Tischtennispokal. Ich denke, das kann man auch nicht erlernen. Also entweder man hat es oder man hat es nicht. Das passt einfach dann auch in diese Karriere rein. Ich habe immer mit den Jungen-Jugendlichen gesagt, dass ich nicht nur die Ball spielen kann, sondern auch die Ball spielen kann. Fair Play ist der Grundsatz für einen guten Sportler. Das habe ich auch versucht, allen Sportlern, die bei mir groß geworden sind, ob es Herr Rotzkopf war, ob er das war, egal wer das war. Fair Play ist die Grundvoraussetzung. Manchmal habe ich sogar auch das Gefühl, dass ich manche ja irgendwie so ein bisschen infiziert habe und dass es dadurch teilweise auch ja, verpönt geworden ist, ja, unsportlich zu sein. Und ich hoffe, dass ich da irgendwie einen gewissen Einfluss drauf hatte. Und ja, wenn ich dadurch irgendjemandem zu einem bisschen besseren Menschen, zumindest im Sport, mache, ja, dann hat es sich schon gelohnt. Ja, ich bin jetzt schon bei KUKA das 6. Jahr, glaube ich. Timo Boll passt als Markenbotschafter ideal zu KUKA. Die Filmdrehs waren natürlich sehr interessant, Riesenproduktion. Gab ein riesen Medienecho, das Video ist weit über 10 Millionen Mal geklickt worden in ganz kurzer Zeit. Das hat uns fast schon überrollt, dieser Erfolg.